Wird das irgendwer bemerken oder sowas? Keine Ahnung. Muss ich irgendwen davon fernhalten? Naja, ihr Nein. solltet den Magier davon fernhalten, Rafims, Ömers Rucksack zu, naja, zu untersuchen. Auf Ja, wir sind normalerweise. Gaugrafen, das traut sich keiner. Ich verstehe noch nicht, was ich mit meinem Pferd machen soll. Ich habe das Gefühl, der Gaul, der geht langsam drauf und deutlich schneller, als ich drauf gehe. Dann müssen wir ihn verbrennen. Vielleicht sollten wir erstmal die Pferde tauschen. Ich glaube nicht, dass die an uns merken. Wir sollten auf das Pferd so vertrauen, wie es auch reiten kann. Ich Und würde euch dann. bitten, dass ihr das Pferd danach nicht nur ein 1-2-2 nennt oder so. Ant, aber warum? Das bringt Unglück. Warum? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Jedes Pferd, das man Answindel nennt, stirbt, habe ich mir sagen lassen. Das ist nur grobes Vorurteil, da glaube ich nicht dran. Ich kannte da mal diesen Rondrianer. Schüttelt er mit dem Kopf. Also gut, dann werde ich euch jetzt hier wieder alleine lassen, wenn ihr noch irgendwas klären wollt. Klärt es aber. Die Luft hier drin wird mir etwas. Ich werde noch etwas frische Luft im Regen schnappen. Bis dann. Oh, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das erinnert mich ans Schlachtfeld. Mal ein bisschen verrottet hier. Ja, ich gehe erstmal zum Fenster wahrscheinlich und dann den Laden erstmal aufmachen, damit irgendwie frische Luft hineinkommt. Ja, Und komm, wir. Raffin, wir ziehen mal los durch die Stadt und gucken mal, ob wir nicht diese Medizin überall finden zum Trinken. Das Die Med. Das was gleich über die Medizin. Medizin ist. Und ich werde sehen, ob ich irgendwas für euren Geruch finde. Ja, Ja, Medizin fand ich. warte mal, Ömer. Rafim holt das Fass heraus, gibt sich erst selber einen Schluck und gießt sich das halbe Fass über den Kopf und reicht es dann dir. Hier, das sollte erstmal vorhalten. Das stimmt. Nimmt einen Schluck, gießt sich ein bisschen was über den Kopf. So, jetzt rieche ich auch nach dem Bier. Ja, Schnaps. sehr gut. Ich schüttel nur den Kopf. Wir sind so gute Geheimagenten. Ja. Gehen wir. Ja. Machen wir weiter mit Kiaras. Möchtest du dich trennen von den anderen oder an der Seite von Irzarun und Yalan bleiben? Ich gehe eigentlich nur runter, hole mir so viel mit, wie ich irgendwie tragen kann, gehe wieder hoch und mache Komas offen. Okay, dann kannst du, nachdem gelüftet worden ist, kannst du dann das Zimmer von ja, den anderen betreten, ist dann leer und dich dann abschießen mit warmem Met oder kalt? Ist mir eigentlich egal. Gut. Kannst gerne mal eine Zechenprobe machen und dann schauen wir mal, ob Iserun und Jala noch irgendwas vorhaben. Nun, Magistra. Hoffen wir einfach mal, dass ihm nichts Wichtiges abfault. Ist schon seltsam. Vielleicht, naja, steckt da doch mehr dahinter. Hinter diesem Husten. Ich weiß nicht, die beiden Druiden schienen die Krankheit ja zu erkennen. Sie sagten was von Alkohol und Bettruhe. Ja, da haben die wahrscheinlich recht. Na, ich denke, ich werde aber erstmal ein altes Hausmittelchen ausprobieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mir anschließen. Kommt drauf an, wie viel Zauberei gedenkt ihr zu involvieren? Keine? Dann bin ich wohl dabei. Ja, dann winke ich mal den Wirt herbei. Herr Wirt. Ja. Hättet ihr wohl die Güte, mir einige Zwiebeln zu bringen? Und Zwiebeln können wir heißen haben. Met. Ja, euer Freund hat aber erst vor kurzem, glaube ich, eine ganze Menge bestellt bei mir. Ja, kann ich euch ein kleines Fässchen geben? Ja, wichtig ist nur, dass er heiß ist. Ja. Ihr wollt aber nicht die Zwiebeln in das Honiggesöff schmeißen, oder? Na, aber hallo. So, Oh. hier, habt ihr einen Dolch oder sowas? Messer zum Schneiden? Natürlich. Dann machen wir jetzt die Zwiebeln klein und dann machen wir uns einen schönen Zwiebeltrunk. Das mussten wir in der Akademie auch immer trinken. Das hat so scheußlich geschmeckt, da hat die Krankheit direkt den Körper verlassen. Ich werde das bereuen, aber bessere Ideen habe ich auch nicht, also hör damit. Denkt ihr wirklich, also Ömer und Raphim da morgen etwas ausrichten können? Ich meine, so komisch wie diese Torwaller sind, ich kann es mir fast vorstellen. Ehrlich gesagt, ich möchte es etwas bezweifeln, denn auch Männer des Volkes, also, naja, ich weiß nicht. Sie schien mir sehr, sehr starrsinnig und nicht in der Lage, sich in anderer Leute Lage zu versetzen.
Naja, solange sie den Erlass unterzeichnet, wie sie es gesagt hat, haben wir zumindest etwas, womit wir arbeiten können. Das ist wahr, und außerdem die Baronin, die schien doch sehr vernünftig. Das ist auch gut, denn ich habe wenig Lust, den Gräfin absetzen zu müssen. Das kann nicht gut gehen. Natürlich nicht, das wäre nur die allerletzte Möglichkeit. Ich hoffe, vielleicht könnten wir die Baronin bitten, mit Rafim und Ömer mitzugehen, wenn die sich doch so gut verstehen. Wir können es den beiden zumindest unterbreiten. Gut, dann, ich werde das bereuen, weg mit dem Zeug. Ja, ich stoß mit dir an und dann runter damit. Ja, auch dafür will ich erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe haben. Ist das Schwert um 8. Ja, nicht geschafft. Nein, nein, nein! Sicher, dass das Zwiebeln sind und nicht... Keine Ahnung. Was, Zehennägel? Was habt ihr denn? So schlimm ist das doch gar nicht. Komm, nehmt noch mal einen Schluck, also... Ihr seid doch ein Tobria. Echte Tobria, die halten sowas aus. Na gut, wir Tobrien. Darf ich nochmal oder passiert doch nichts? Kannst du mal eine Zechenprobe Schwert um 5 würfeln? Das kann ich nicht. Warte, warum? Doch, das kann ich. Na klar. Oh, okay. Oh, einfach ignorieren und runter damit. Genau. So, und morgen geht's uns auch schon viel besser. Ihr werdet sehen. Hoffentlich. Und bislang können wir zum Glück alle noch reiten. Und wenn das bei uns so weitergeht wie bei Ömer. Oh. Der sah nicht gut aus, vor allem diese Hand nicht. Sehen wir selbst aus wie Untote, bis wir in St. Baronia ankommen. Ich guck mir mal eingehend meine Hände an. Dreh die so vor mir her. Seht ihr irgendwas Auffälliges? Rechte Hand ist nicht schwarz. Haha. Ja, ihr könnt mittlerweile sehen, wie Chiara sowohl nach oben gegangen ist und Abelmir, Ömer und Rafim kommen die Treppe wieder nach unten. Na ihr? Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen die Medizin kaufen. Versteht den Wortwitz? Richtig viel Medizin. Ich werde auch einige Sachen besorgen müssen. Ja, viel Spaß. Danke. Und keine Sorge, Isarun, mein bestes Stück ist noch für euch gut intakt. Zwinkert ihr zu. Das wage ich zu bezweifeln, dass es euer bestes Stück ist. Aber bitte. Ömer. Geht mit Brei aus, aber geht. Komm, wir suchen uns. Ein strafender Blick auf Ömer. Also, Abelmir, du darfst hier überhaupt nicht gucken. Du versaust es uns eigentlich mit jedem, den wir treffen. Na los, lauft. Ja. Gut, dann fangen wir mal oben an. Abelmir, was willst du kaufen? Ich gehe jetzt zum örtlichen Krämer, versuche dort irgendein einfaches, bäuerliches Duftmittel wie Jasminblüten oder was ähnliches zu bekommen. Oder, gibt es so etwas? Das entscheidet eine Gassenwissenprobe. Schwert 3. Kann ich meine Kontakte einsetzen? Was meinst du mit Kontakte? Im Dorf, um sowas zu finden? Nee, du hast ja keine Kontakte. Es wäre dann sowas wie eine Einschätzung. Die Gassenkunde oder das Talent hat dafür dann Ömer, Ich habe eine Spezialisierung auf Gassenwissen, Kontakte, wie gesagt, um sowas zu finden. Du hast keine Kontakte. Gut, also nicht. Es ist eine Ersteinschätzung. Gut, dann trotzdem geschafft. Dann findest du sowas. Und außerdem einen größeren Stoffbarren aus weißem, reinen Leinen. Naja, du kriegst nur Wolle. Oder auf Wolle, ist mir egal. Ja. Ausreichend für eine Robe. Also für eine Robe, okay. Genau. Dazu würde ich noch ein Stück grobe Kernseife nehmen. Etwas Parfümiertes. Ja. Und gucken, ob ich einen starken Schnaps finde, so wie Bali Hoher Bärentod oder so etwas in der Richtung. Ja, wenn es nichts Spezielles ist, sowas wie Bremer Feuer, dann kriegst du sowas auch.
Genau. Also Valio ist ja hier in der Nähe, dann kriegt man auch den Bärentod. Tonflasche oder sowas in der Art. Ja, klar. Ja, und dann würde ich zurückgehen einfach wieder. Mhm. Ömer, Rafim? Wir wollen zum Met, dort wo das Met hergestellt wird, da wollen wir hin. Ja. Wo die Zwerge ihn damals drauf gezeigt hat, von wegen da wird das jetzt hier, da wird das abgezapft oder war das, glaube ich, so, als wir am Marktplatz waren. Beim Mühlenbräu, ja genau, also da könnt ihr dann das, könnt ihr dann beim Brauer vorbeischauen, aber dadurch, dass ein Met ja aus Honig gemacht wird und aus viel Wasser und ein paar Pilzen, wie ihr das gelernt habt, kriegt ihr da kein Met, aber wenn ihr euch ein bisschen durchfragt, dann würde auch da eine Gassenwissenpol plus 3 würde dann entscheiden, ob ihr hier dann auch den Metstand findet und da dann einen Raum. Auch Abel mit deiner plus 3 nicht eingetragen. Stimmt. Und hätte sie deswegen nicht geschafft, die Probe. Stimmt, die plus 3. Oh, sorry. Ortseinschätzung zählt, ne? Ortseinschätzung zählt. Das ist die, die ich haben wollte. Ich hasse neue Städte. Rafim bleibt beim ersten Bier stehen, aber Ömer weiß, wo es dann den Met gibt, lässt sich da nicht ablenken und dann kann Ömer sogar die Sachen für Abel mir mitbringen, weil er so freundlich ist. Nein, tut er nicht, er kauft nur das Met. Dann gibt's kein Parfüm. Genau. Den Rest kriegst du, aber das Parfüm nicht. Ja, gut, dann könnt ihr euch wieder zurück in das Gasthaus zurückziehen und ja, entweder ja, reichlich trinken oder auch nicht. Eingekommen seid ihr um 14 Uhr. Jetzt haben wir es natürlich schon ein bisschen später, habt das Gespräch mit der Gräfin geführt und habt euch da so ein bisschen ausgezogen, angezogen. Also wir haben es jetzt ganz grob 18 Uhr und ist jetzt natürlich noch die Frage, ob ihr noch irgendwas essen wollt. Das könnt ihr natürlich dann bekommen oder ob ihr noch irgendwas Größeres vorhabt. Sonst könnt ihr natürlich auch einfach schlafen gehen. Könnt natürlich auch nochmal besprechen für den morgigen Tag, wenn das erwünscht ist. 18 Uhr. Kiaras sitzt oben und ist gut angetrunken. Ich schließe mich Kiaras an beim Trinken. Mit steuer die Flasche mit Bärentod hinzu. Hoch die Tassen. Oh, hoch los. Die Keiche. Hoch das Fässchen. Hoch das Fässchen. Gut, dann kämpft ihr einfach nur gegen die Krankheiten an und könnt dann total besoffen ins Koma fallen, oben im Gasthaus dann einschlafen. Jeder auf seine eigene Art und Weise, die Praios gefälligen trinkt dann unten erstmal so ein bisschen Zwiebeln, bis sie dann gesehen haben, dass es oben noch ein paar richtige Sachen gibt. Könnt euch dann auch, wie gesagt, zurückziehen und so schlaft ihr ein. Unten ist für die Praios gefälligen, oben ist für die Raya gefälligen. Ich hab doch eine Verabredung, habe ich gerade gemerkt. Richtiger Termin, eine Etage höher. Wie ist das? Haben wir morgen einen dicken Kopf? Sollen wir eine Zechenprobe plus irgendwie 5 oder sowas würfeln? Ja, gib mir mal eine Zechenprobe und dadurch, dass ihr wirklich dann früh angefangen habt, also so 18 Uhr, war der ein oder andere war ja auch schon durch. Gib mir mal eine Zechenprobe plus 5, finde ich okay und dann können wir uns das mal ansehen. Regeneration habt ihr erst einmal nicht, zumindest keine natürliche. Kiaras bekommt natürlich seinen Karma-Punkt, den bekommt er ja jeden Tag. Diejenigen. Moment, Misslung. Ja, genau, Kiaras hat's geschafft. Dann bekommt. Du hast es auch geschafft, dann bekommt Kiaras keinen Schaden und Yalan keinen Schaden. Alle anderen bekommen einen Schadenspunkt. Ömer bekommt 2 Lebenspunkte dazu. Keine Regeneration, du bekommst nur 2 Lebenspunkte. Yalan, ich sehe deinen Wurf gar nicht. Oben? Oder war das nicht der? Soll ich noch einen machen? Noch eine plus 5. Du sollst jetzt 10 Pro plus 5 machen, wie wir alle. Ja, ich habe ja oben eine plus 5 gemacht. Nee, dann habe ich es, glaube ich, nicht geschafft. Nee, habe ich nicht. Doch, hast du. Okay. Doch, nee, hast du nicht. Ist keine Schwernis eingetragen. 2 LE bekomme ich, okay. Ich dachte, das gerade eben. Genau. Keine Regeneration, du bekommst nur 2 Lebenspunkte. Ja. Ja, so schlaft ihr ein und könnt dann am nächsten Morgen erwachen. Du stehst vor einem Wall aus brodelnden Schatten. Viele Stockwerke hoch, größer noch als jedes Gebäude in Gareth. Von keiner Menschenhand erbaut. Chaotisch wie Yol'Gurmak, aber krank und eher von Verwesung durchzogen als dann, von Agrimotscher Hand.
verlorene Seelen, die hier als Wächter in den Stein gebunden worden sind, und schwarzer Granit, der hier albtraumhaft nach unten bröckelt. Du hebst deine Arme aus dem Miasma und die Tore schieben sich zur Seite. Dann erwachst du. Jalan. Guten Morgen. Ich hoffe, immer bis dahin noch stehen kann. Morgen. Oh, hab ich einen dicken Kopf. Ich glaube, ich muss noch mal was gegen den dicken Kopf machen. Oder gegen weiter trinken, ne? Ja, wo ist denn das Fäßchen hingekommen? Oh, hier ist das Fäßchen. Ich glaube, die Zwiebel war nicht gut. Ich muss sagen, das Gebräu ist vorzüglich. Davon muss ich mir was mitnehmen. Was habt ihr euch dabei gedacht, Isaron? Ja, das geholfen. Na, das haben die uns immer verabreicht, wenn wir uns beklagt haben, dass wir krank waren. Und das schmeckt so scheiße, dann war man nicht mehr krank. Was? Bei sowas raucht man Ilmenblatt. Nein, nicht hier. Hat irgendwer Ilmenblatt? Das wäre Rafim? Ja. Sollten uns. Komm mal mit. Ja! Rafim läuft hinterher. Was ist denn los? Immer locker mit der. Was ist Ilmenblatt! Junge, Ilmenblatt! Ich hole dann gute Idee. Ich hole dann so aus einer Brusttasche so ein schönes, kleines metallenes Kästchen. Mach das auf und da sind 5 Zigarren drin. Ob man davon auch was kriegen kann? Ich habe immer gehört, dass Rauch und einige Leute Geld haben. Also den Kundium konnte ich mir das nie leisten. Ah, es ist vorzüglich. Ich nehme eine davon raus und, zünde sie an und lass sie dann rumgehen. Geh nach unten in den Raum, in den Erdraum. Der Tag hier fängt doch viel besser an als gedacht. So schmeckt Heimat. Warum sagt ihr denn sowas nicht früher? Mir ging es doch gestern schon so unentspannt. Da müssen wir besonders entspannt sein, Rafim. Ja. Für so eine Torwallerin ist es genau die richtige Stimmung. Ich wünsche euch viel Glück bei der. Ich wünsche uns auch viel Glück. Schließlich geht es um das Leben der Menschen hier in der Stadt und. Ja, ich finde auch, dass wir viel Glück brauchen. Können wir vorher noch was essen? Das ist eine gute Idee. Beim Kotzen mit leeren Magen, das macht echt nicht. Das ist richtig schön. Ja, richtig. Ja, ich würde dann da bleiben, bis die Zigarre aufgeraucht ist. Und dann runtergehen zum Wirtshaus, um was zu essen. Essen besorgen, richtig. Essen klingt nach was Gutem, ja. Ihr seid noch oben. Was ist mit den anderen? Sind die anderen sonst runter? Oder? Ich bin runtergegangen. Du bist runter. Etwas frischig. Dann also wenn die jetzt weglaufen, um sich zu berauchen, dann gehe ich da nicht mit, denke ich. Ja, also noch sitzen sie gemeinsam in der Zigarre oben und verpaffen das Zimmer. Das ist nicht gut für die Freunde. Ich gehe runter und mache meinen Tanz der Marder. Tanz der Marder, das hört sich doch gut an. Ich gehe runter und mache meinen Tanz mit Countershoppen. Dann dürfen diejenigen, die noch oben sitzen und rauchen, also jetzt vor allem Kiaras und Rafim, mal eine Sinnschärfeprobe machen. Oder auch gerne eine Heilkunde-Krankheit, wäre sogar noch besser. Isaro, machst du das oben auf dem Zimmer mit dem Tanz der Marder? Nee, draußen. Dafür brauchst du Ruhe. 2 stabile Punkte. Hat der Kiaras nicht so viel? 6. Hast du noch einen Chip? Ach, naja, bringt nichts, oder? Ja, cool, ich müsste die gesamte Probe neu machen. Ich mache einfach die gesamte Probe neu. Na, siehst du. Dann kannst du erkennen, dass, raucht da so ein bisschen und passt nicht ganz auf. Du kannst auch die graue Stelle wieder erkennen, hat sich jetzt wohl aber ein bisschen weiter schwarz verfärbt. Und du siehst wohl, wie sich da irgendwas unter der Haut bewegt. Ich schaue da wirklich so eine gute Minute drauf, so total regungslos. Überlege gerade, ob das vom Ilmenblatt kommt oder ob ich das wirklich sehe. Immer schaut direkt in dein Gesicht, aber merkt nicht, dass du ihn anguckst, denn er ist etwas verträumt von dem Ilmenblatt. Schön hier. Ich reich da mal so zu ihm rüber und bewegt mal so seine Kleidung so ein bisschen zur Seite und will mir das angucken. Oh ja, hallo, Herr Kiaras.
Ja, während Ömer dir so ein bisschen im Gesicht rumfummelt und an deinem Wangen und an deinen Haaren, an deinem Ohr rumspielt, kannst du tatsächlich sehen, dass da wohl sowas wie weiße Eier unter der schwarzen Haut liegen und sich die auch bewegen. Also das ist keine Einbildung. Ich glaube, die gehören da nicht hin. Die sehen super aus. Doch, die Hände gehören dahin. Ans Ende von den Armen. Also die Haare sind super bei euch. Wo war nochmal der nächste Pereine-Geweihte? Irgendwo im Süden. Nee, irgendwo im Osten, glaube ich. Die mussten ja durch dieses Dorf durch von der Hexe. Die ist im Osten. Also im Norden. Aber ist dieses andere Ding nicht im Süden bei dem Fluss? Ja, ich glaube auch irgendwo dort. Aber das war, glaube ich, ziemlich weit weg von der Reichsstraße. Dergel oder sowas? Oder war das ein anderer Fluss? Dergel ist auf jeden Fall der große Fluss, der hier irgendwie entlang führt. Und ich glaube, der das Ganze abtrennt von Nicht-Apazien oder so. Irgendwas wir mit Dergel. Wir sollten das so schnell wie möglich hier alles fertig machen. Und dann müssen wir sofort weiter und uns ein paar Reinigereien suchen. Ja, da habt ihr recht. Das müssen wir tun. Aber heute ist nicht die Zeit für Hektik. Ömer, du bekommst einen weiteren Lebenspunkt zurück. Kiara, es kann derweil sehen, wie wohl diese Stelle aufplatzt, aufbricht. Du hast kurz das Gefühl, dass du auf weißen Knochen sehen kannst und dann eine Schliere herausläuft aus Ömers Arm. Es riecht wieder ein bisschen süßlich und du kannst dann wohl sehen, wie da wohl ein paar Käfer unter der Haut sitzen, die da jetzt aufgeplatzt sind und die jetzt Ömers Arm wieder verschließen mit ihren kleinen Panzern und den Zangen und versuchen das dann eben mit dieser Schliere dann wieder zu versiegeln, als ob sie den Körper versuchen zu reparieren. Ihr sitzt gerade unten in dem Gasthaus und der Wirt stellt euch mit einem sehr entschuldigenden Blick ein Teller mit Grießbrei hin. Kommentiert das nicht weiter und geht dann wieder. Wo ist das? Hoher Herr. Guter Herr. Guter Mann. Das soll das Frühstück sein. Ist in Ordnung. Schon ein bisschen dünn. Ja, ist kalt. Grieß, ne? Ist so gut. Kalt. Naja, also ich hab versucht, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mir ist dann wohl die Milch schlecht geworden. Könnte ein bisschen säuerlich schmecken. Das ist mir zum ersten Mal passiert, tut mir leid. Lasst gut sein. Aber wir rücken uns schließlich nie mehr auf, als wir essen können. Ja, wie gesagt, ist das erste Mal und deswegen geht das auch aufs Haus, aber... Wenn ihr noch ein paar Tage bleibt, dann ich werde auch gleich wieder zum Bauern gehen und neue Milch besorgen. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich konnte mir das nicht antun. Wohlbekommst, Travia und so. Travia und so. Ich rieche mal an dem Brei. Er riecht schon säuerlich. Also du hast noch gar nicht probiert. Das ist... Gesund kann das nicht sein. Ich schieb ihn ein bisschen beiseite. Rafim, lass uns doch lieber was trinken und dann essen wir draußen irgendwo was. Ich denke auch, gut. Wir tauchen, verzeiht, wechseln lieber auf ein flüssiges Frühstück. Wie nennt man das? Ein Kontra? Ein Kontra-Trinken. Gibt sowas bei euch im Hochreich nicht? Nun, wir betrinken uns nochmal, aber nicht bis zur Besinnungslosigkeit. Das überlassen wir mehr den Bauern. Aber wenn ein Bauer genug Geld hat, um sich zur Besinnungslosigkeit zu betrinken, dann sind die Steuern nicht hoch genug. Das ist auch wieder wahr. Aber hin und wieder schlagen trotzdem einige Bauern über die Stränge. Nichtsdestotrotz sollten wir nun ja etwas Essbares finden. Und schieb diesen Teller von mir weg. Gehen wir. Wohin? Nach draußen. Ich dachte, wir wollten jetzt etwas trinken. Das könnte man auch draußen machen, bestimmt. Na dann, raus ins Aber Sonne. Es regnet bestimmt wieder. Regnet es? Ich guck mal raus. Selbstverständlich, wir haben Frühling, es regnet immer. Also ich finde den Regen eigentlich ganz entspannt.
Das ist er auch, wenn man in der Burg vor dem warmen Kamin sitzen kann. Aber nicht, wenn man hinaus aufs Feld muss. Nun gut, stellen wir Effert Segen mal nicht in Frage und bewegen uns. Hoffen wir, Simmer und Rafim auf weniger taube Ohren stoßen. Das wird schon. Rafim, du bist ja noch hier. Ach ja. Ja, richtig. Ja, ihr könnt dann gemeinsam so ein bisschen durch den Regen stapsen und dann euch bei einem Stand, bei einem normalen Händler, könnt ihr euch dann so ein bisschen Wegnahrung holen, wo es dann so ein bisschen eingekochtes Fleisch oder sowas gibt, an dem ihr dann herumkauen, beißen könnt, was dann euch so ein bisschen den Hunger nimmt. Ihr könnt dann so ein bisschen durch das Dorf gehen, durch die Stadt. Das ist natürlich mit den, ich muss gerade gucken, 700 Einwohnern doch relativ groß. Es gibt hier einen Travia-Tempel, einen Fex-Tempel und der Fex-Tempel natürlich offen. Es gibt hier ein Kontor von den Sensendenklers. Das ist dann hier die Familie, die sich darum bemüht, dass der Handel angetrieben wird. Es gibt eine alte Wachstube von den Söldnern, von den Soldaten, einen Geldverleiher. Es gibt ein weiteres Gasthaus oder eher eine Schenke, das Firunstor, Praiustor und das Werheimertor zu den jeweiligen Seiten. Die Mühlen von Mehlteuer und von Aldewig. Könnt ihr so ein bisschen umsehen. Ja, ich würde auch wie weil nochmal zu diesem Händler zurückgehen, wo ich diesen Balihor Bärentod bekommen habe und die Flasche auffüllen lassen oder Flasche austauschen. Und halt eine neue Flasche. Und die alte ist vielleicht leer. Mhm. Aber da habt ihr aber reingehauen, mein Herr. Also passiert, dass jemand so viel Bärentod an einem Abend. Ja, die Umstände. Wahrscheinlich so eine Fahne bis raus aus dem Laden. Liegt dann halt wahrscheinlich die Silber auf dem Tisch und bringt die Pfandflasche zurück. Was meint ihr damit? Ihr kriegt jetzt kein Geld für die Flasche. Nein, schon gut. Lass es stecken. Ist das im Horrorshaus so, dass man dann für leere Flaschen Geld bezahlt? Warum sollte man das denn tun? Natürlich. Aber normalerweise bringt man Glasflaschen. Sie sind etwas teurer als diese. Guckt man diese Flasche an. Tonflasche. Könnt ihr mir das Konzept davon erzählen? Aber lassen wir das. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag mit dem Balio. Aber also ich verkaufe euch auch noch mehr. So ist es nicht. Aber ihr solltet den Tag nicht so beginnen, wie ihr ihn habt enden lassen. Gerade wenn das so ein ganzer Krug ist. Wir werden sehen. Aber danke für einen Rat. Ja, dann Travia möge euch behüten. Mhm. Travia auch mit euch. Verlasse halt diesen Laden wieder. Und bin wahrscheinlich halb betrunken, verkatert und mit dieser Flasche in der Hand auf der Straße wieder. Ja, ich schlendere auch so ein bisschen lustlos über diesen Marktplatz. Und gestern die Kinder, die haben mich auf so eine Idee gebracht. Honigbonbons. Jetzt möchte ich mal wissen, ob ich hier sowas finde. In der Gassenwissenprobe kriegst du ja auch Honigbonbons. Das ist normalerweise was aus Gareth. Garether Honigbonbons. Aber wenn du einen Händler findest, der die importiert hat, dann würdest du die auch finden. Ja, ich finde es welche. Ja, das freut mich sehr. Dann kaufe ich mal so einen ganzen Schwung davon. Ja, wahrscheinlich wird der Jalan dann auch so mit einem halben Suff erzählen, dass er damals, als er ein paar Trollen begegnet ist, da ging es auch um Honigbonbons. Das ist richtig. Die Geschichte kennst du aber schon. Die wollten Honigbonbons oder Brandöl. Ich bin mir nicht sicher, was da der Zusammenhang ist. Das eine essen, das andere gurgeln? Jedenfalls, Honig isst man nicht, Honig trinkt man. Immerhin das wissen diese verfluchten Torwalder wohl. Ganz recht. Meine Großmutter hat immer gesagt, Honig ist gut, wenn man krank ist. Wollen wir mal ausprobieren.